Herzlich willkommen zur Höhne direkt nach den Plenartagen im Juni. Ja, auch in dieser Plenarwoche wieder ein volles Programm für uns. Die Woche startete mit den Konjunkturimpulsen der NRW-Koalition für Deutschland. Nach der Soforthilfe zum Ausbruch der Pandemie sind wir ja jetzt in der Analysephase, um zu schauen, wo sind eigentlich genau die größten Schäden. Und damit verbunden ist natürlich dann direkt die Frage, wo und wie müssen wir helfen, damit wir treffsicher sind und damit wir auch nachhaltig investieren können in Zukunftstechnologien und in Innovationen und in Fortschritt. Das treibt uns in diesen Tagen und natürlich auch in den kommenden Wochen ganz besonders an. Ja, im Plenum hat uns auch beschäftigt das Gemeindefinanzierungsgesetz, das GFG. Eigentlich ungewöhnlich, das passiert sonst immer im Rahmen der Haushaltsberatungen. Aber das GFG setzt fest, unter anderem auch, wann das Land den Kommunen Geld zur Verfügung stellt. Und da gibt es so Abschlagszahlungen über das ganze Jahr verteilt. Im Rahmen der Corona-Pandemie wollen wir den Kommunen aber helfen, Liquidität zu sichern. Also haben wir das GFG so geändert, dass das Land die Auszahlungen, die in diesem Jahr noch bis Dezember in Abschlägen sonst anstehen würden, vorziehen kann, um also frühzeitiger das Geld an die Kommunen auszuzahlen. Und diese Woche war für uns besonders, weil die Enquete-Kommission gesunde Umwelt, gesundes Essen, gesunde Betriebe, die wir als Freie Demokraten beantragt haben, die hat ihre Arbeit offiziell aufgenommen. Markus Diekhoff ist Vorsitzender dieser Kommission, Stefan Haupt ist das weitere Mitglied und Sprecher. Und die beiden, die stehen sehr gerne für Hinweise, für Fragen, für Anregungen zu diesem wichtigen Themenfeld Zukunft der Landwirtschaft und Zukunft unserer Ernährung zur Verfügung. Ich wünsche ein schönes, langes Wochenende und sage auf bald.